Hallo ihr Lieben, und zwar teste ich für euch den Gender Maker. Das ist ein geschlechtsbestimmender Selbsttest mit Urin, der mir dann verrät, was mein Baby wird. Boy or Girl? Verfärbt es sich blau, wird es ein Junge? Verfärbt es sich rosa, wird es ein Mädchen? In der 16. Schwangerschaftswoche habe ich von meinem Frauenarzt die Tendenz Mädchen bekommen. Aufgrund dessen habe ich ein geschlechtsbestimmtes Ultraschall in der 17 plus 4 bei einem anderen Frauenarzt machen lassen. Dieser sagte mir, es wird ein Junge, was auch eigentlich eindeutig auf dem Ultraschallbild zu sehen war. Und jetzt werde ich gucken, was der Gender Maker sagt. Mein Gefühl sagt mir nämlich irgendwie, dass es ein Mädchen wird. Schauen wir mal, noch ein bisschen. Bibi. Es tut sich was, aber nur minimal. So, also machen wir noch ein bisschen Bibi darauf. Ja, für mich sieht das sehr rosa aus. Wir lassen das nochmal einziehen, schauen dann gleich nochmal. Aber ich finde, dass das gute Teil doch sehr rosa. Ich mache uns mal das Licht an. So, jetzt habe ich das Licht angemacht und es sieht doch eher, ja, lila pink aus. Aber es geht trotzdem eher, finde ich, in die Tendenz Mädchen. Wohl, es dunkelt jetzt aus. Wir schauen mal, was passiert, wenn es getrocknet ist. Also, wie ihr sehen könnt, hat der Gender Maker, ups, schärfen wir mal das Bild, eine Tendenz zum Jungen gegeben. Das heißt, wenn jetzt beim Feindiagnostik-Ultraschall nicht das Gegenteil bewiesen wird, dann wird es ein Boy.